So, liebe Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video der Tiefgarage. Im letzten Video, das quasi jetzt hier anschließt, haben wir den Käfig in den Slalomgolf reingebaut. Und da geht es jetzt demnächst auch bald weiter. Aber was wir jetzt auf jeden Fall machen, was ganz wichtig ist, damit der Golf langsam endlich zum Lackieren fertig wird, ist die Kotflügelverbreiterung. Und ich habe jetzt den neuen Kotflügel da und die Verbreiterungsbleche und wir gucken uns jetzt mal an, ob wir das irgendwie hinkriegen. Wenn nicht, bestelle ich halt alles nochmal neu. Aber Übung macht den Meister. Wir haben nämlich hier unseren wunderschönen neuen Kotflügel. Ich habe auch erst einen bekommen, der zweite ist noch auf dem Weg. Aber mit dem fangen wir jetzt schon mal an. Und ich zeige euch mal kurz, wie das aussehen wird. So, also fertig. Fertig. Der Kotflügel ist ein Zubehör-Kotflügel. Ich muss sagen, der passt echt, echt gut. Da habe ich beim Cabrio größere Probleme gehabt. Jetzt holen wir kurz die Verbreiterung. Jetzt quasi unser Verbreiterungsblech. Und das wird quasi ungefähr die Position wird sie nachher bekommen. Und ja, wir versuchen diesmal das irgendwie hinzubekommen. Aber ich finde von der Optik her sehr, sehr geil. Und was halt gut ist, die Kotflügel können trotzdem noch gezogen werden. Das heißt, sollte es nicht breit genug sein, können wir es noch ein bisschen breiter machen. Ja, wir werden das jetzt mal grob zuschneiden. Ich werde diese Kante hier mit der Kante als meine Orientierungsposition nehmen. Werde jetzt hier das obere wegschneiden, hier ungefähr einen Finger breit stehen lassen. Und wenn wir das dann hier weggeschnitten haben, werde ich das überlappend nach hinten einsetzen und dann hier oben schweißen. Und dann sollte das eigentlich funktionieren. Oder so. Oder so. Ich weiß, es sieht nicht danach aus, aber es steckt ein Plan dahinter. Kannst du das mal ranhängen? Ja. Also wir haben jetzt hier das Blech zugeschnitten. Und soll circa so ran. So ungefähr wird das aussehen. Und falls es langweilig ist, könnt ihr da Fernseher schauen. Wir schneiden jetzt den Kotflügel aus, also quasi die untere Linie hier, die haben wir so ein bisschen angezeichnet. Und schneiden das mal weg und dann gucken wir mal, wie es ausschaut. Und eventuell bestelle ich direkt nochmal einen neuen Kotflügel. So, willkommen zurück zum Video. Kotflügel Breitbauprojekt 2.0 steht in den Startlöchern. Ich würde sagen, wir sind ready zum Punkten. Also dieses Mal könnte mein Kotflügelprojekt tatsächlich funktionieren. Es hat sich ein ganz klein wenig gewellt hier vorne, aber das ist, glaube ich, alles spachtelbar. Das Hauptproblem, was ich jetzt habe, ist die Stoßstange. Ich würde das nämlich gerne so unauffällig wie möglich miteinander verbinden. Das Problem ist aber, dass die Stoßstange natürlich quasi, ich ziehe das mal ab. Das war nur mal eine Gedankenstütze. Das Problem ist natürlich, dass die Stoßstange eigentlich da drin sitzt. Das kann ich euch eventuell mal kurz zeigen. Das ist hier vorne drüber. So, jetzt. Und die ist drüben, rausgerutscht. Nicht schlimm. Deswegen nicht gut sitzen. So, jetzt. Das Problem, was wir haben, ist, dass die Stoßstange eigentlich natürlich einer anderen Karosseriebauform folgt. Jetzt gäbe es die Möglichkeit, natürlich den Abschnitt von dem Kotflügel hier irgendwie an die Stoßstange ran zu nieten, schrauben, spachteln, keine Ahnung. Aber das würde mir, glaube ich, nicht so gut
Würde mir, glaube ich, nicht so gut gefallen. Jetzt ist die Idee, wie kriegt man die Stoßstange quasi hier dran? Weil das kann ich so nicht lassen mit dieser Kante. Da wird mir mein Prüfer eine ordentliche Nackenschelle geben. Und deswegen war die Idee, jetzt quasi die Stoßstange rauszuziehen. Entweder wir machen die in diesem Bereich hier heiß, weil es ja Plastik ist, und versuchen das quasi rauszuziehen. Oder wir fangen jetzt noch an, hier an dem Kotflügel ein Blech reinzusetzen, womit wir diesen Spalt hier quasi irgendwie ja, überbrücken. Weil vom Prinzip her, wenn das so wäre, wäre das eine richtig schöne Linie mit der Stoßstange, die dann in den Kotflügel übergeht, in den Breitbau. Aber so einfach das umzusetzen, ist halt leider nicht. So, das wäre dann so. Na komm, hält mich fest. So. Und ich, wenn ihr jetzt quasi von vorne rauf guckt, seht ihr die Idee, die ich meine. Dass die Stoßstange einen schönen, sauberen Schwung auf den Breitbau macht. Jetzt ist halt bloß die Frage, was machen wir mit dem Spalt? Und das ist gerade das, was wir austüfteln. Das war halt die Idee, so ungefähr hier ein Blech ranzusetzen, was genau bis zum Breitbau geht und somit dort das zu füllen. Überleg mal noch ein bisschen. So, Mr. Gibson. Hallo, ihr Schlingel. Herzlich willkommen zurück zum Video. Es ist ein bisschen Zeit vergangen und wir haben ein bisschen weitergearbeitet und sind mittlerweile schon am Spachteln angekommen. Der zweite Kotflügel ist auch gekommen die Woche. Also ist jetzt eine Woche vergangen, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben. Und der zweite Kotflügel ist jetzt angekommen. Der ist auch schon fertig. Den seht ihr dort. Ist 1:1 das gleiche wie auf der anderen Seite. Ich habe es relativ gut hinbekommen, die gleichen Maße einzuhalten. Also auf dem Millimeter genau stimmt der Radlauf. Und jetzt sind wir am Spachteln, aber das erspare ich euch auch soweit, weil ich möchte euch auch nicht mit 3 Stunden Videomaterial vom Schleifen langweilen. Ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder, wenn die Kotflügel aussehen wie Kotflügel. Und dann gucken wir uns das ganze Prozedere mal fertig an, damit wir auch ein bisschen Fortschritt haben. Ne? Das soll ja auch fertig werden in diesem Video. Also bis später. Also, ich bin jetzt tatsächlich seit 6-7 Stunden an diesem Kotflügel dran zum Schleifen und ich muss jetzt nochmal nachspachteln. Ja, das Ding ist, alles was ich jetzt nachlässig bin, werde ich beim Lackieren bereuen. Deswegen jetzt lieber ein bisschen mehr Liebe und Hingabe rein investieren in das Ganze. Und dafür nachher ein richtig gutes Ergebnis, auf das man stolz sein kann. Weil schlampig will ich jetzt nicht mehr unbedingt und mich hetzt ja auch keiner. Deshalb
Ja, langwieriger Prozess. Schleifen, 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 schleifen. Meine Hände tun weh. Ich habe Muskelkater. Ich habe kaum noch Haut dran. Aber es wird sich lohnen. So, für dieses Video soll es das gewesen sein. Wir sind mit den Kotflügeln noch nicht hundertprozentig fertig. Es braucht deutlich mehr Schleif- und Spachtelarbeit, als ich ursprünglich gedacht habe. Aber wir nähern uns dem Ziel. Und ich würde sagen, dieses Mal hat das Projekt breite Kotflügel definitiv funktioniert. Also lasst euch nicht entmutigen, wenn es irgendwann mal nicht klappt. Immer weitermachen, immer weiter probieren. Irgendwann erreicht ihr das gewünschte Ziel. Und ich würde sagen, wir haben den Karren da hinten jetzt gerade mal ein bisschen zusammengesteckt. Es gibt jetzt ein kleines Pörnchen und damit verabschiede ich mich von diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, gerne Like, Kommentar und auf jeden Fall ein Abo dalassen, denn 80% von euch Schlingeln haben diesen Kanal noch nicht abonniert. Also auf jeden Fall ein Abo dalassen, wenn ihr weiterhin sehen wollt, wie es weitergeht mit dem Projekt und mit den anderen Autos. Ja, wir haben ja jetzt ein paar. Also, macht's gut.